Also in der Theorie, schon wieder Seraphim. Schaffbar, bitte kein Aeon, bitte kein Aeon, bitte kein Aeon. Ah ja, Cybron, okay, das heißt auch wieder ganz viele Stealth-Dinger. Warum sind wir hinten gestartet? Nein. Wir wollen es aber auch schwer haben, ne? Ich glaube, dann pumpen wir ganz viele von den Medium-Assault-Bots raus. Bisschen Artillerie, wobei das lohnt sich wirklich nicht. Die Medium-Assault-Bots und Anti-Air einfach nur. Und Anti-Air brauchen wir sehr viel bei Seraphim, ne? Also, sehr viel. Wir machen nicht denselben Fehler nochmal. So, so, so. Dann hier für Energie. 6. Gibt da noch einer, ja, ne? Ja, sehr gut. Bauen wir noch einen und dann können wir schon Einheiten bauen. Das machen wir diesmal auch. Und zwar nur die beiden. Das ist halt das Problem, wenn man nicht zuerst zu einem Masse-Extraktor geht oder nicht zuerst den bauen kann, dann haben wir hier dieses kurze Masse-Loch leider. Ich weiß nicht, das ist halt immer so, aber muss man halt mit umgehen am Anfang, ne? Der baut direkt die nächste Fabrik. Auch wieder Boden, dann wollen wir noch eine Bodenfabrik, dann wollen wir zwei Luftfabriken. Das wird hier so eine Linie, womit wir uns verteidigen könnten. Nein, 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 aus, aus, aus. Halt, stopp, nee, wir bauen auf der anderen Seite, das kostet zu viel Zeit jetzt hier. Aus, 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 diesen Hund. Achso, im Übrigen Dream Chase mit SCH, auch nicht schlecht, ne? Danke für den Raid auf jeden Fall. War jetzt gerade in der Pause, aber das hast du bestimmt gesehen. Aber trotzdem danke für den Raid. War bestimmt gute Musik jetzt da. Dexterio Musik ist ja immer nice. Ballert. Komplett. Achso. Und ein Scout brauchen wir nämlich auch am Anfang. In der Comp drin zum Produzieren. Meistens ist das schon zu viel. Machen wir mal 15. Oh, der fährt auch sehr sinnvoll, sehe ich gerade. Erstmal gut. Aber es ist noch nichts durchgekommen, oder? Allgemein ein Radar hin. Die haben halt auch keinen Boden, Luft hier 1, was auch sehr creepy ist eigentlich. So eine kleine Festung. Oder ist jetzt ein Sorry? Hm.
Nein! Junge, warum versetze ich gerade die ganzen Modelle? Wir haben wieder Energie. Produktion an. Mehr Energie. Okay. Sie wird aber nicht die Mitte, das hier ist die Mitte. Okay, machen wir das einfach eiskalt so, aber das wäre total ineffizient. Nur das so. So. Die Anti-Air ist halt maximal kacke von denen, wie ich schon erwähnt habe. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass wir da jetzt auf alles bekommen, was wir brauchen. Schneller. Oh, hier fällt doch eine Masse. Geht das schneller? Es geht. Das war's auch mit dem Radar. So, singen. Hier da unten noch ein paar hin, falls ihr das droppen wollen würde. Er ist immer noch verwirrt. Sehr gut. Ich hab's geschafft. Ne, nicht die Improved, sondern die, die beides kann. Ist das? Multigo, ja, was ist das?
Das ist das. Das ist das, was Basti auch immer sagt. Ne? Ah, das ist das. Vielleicht meint er ja auch das die ganze Zeit mit das ist das. Hallo, bitte don't interrupt my commander. Das ist Quatsch. Fangen wir damit an. Dann upgradet der dann das in die Interceptor. Und das. Wir brauchen auf jeden Fall hier eine große Menge, die alles verteidigen kann. Restoration Field Generator, oha. Das fühlt sich gut an, das bauen wir. Von einer anderen 7. Upgraden hier bitte den Rest. Okay, wir sind in der 12. Minute gleich für die erste Tier 3 Bomber. Müssen wir aufpassen. Der spawnt halt so in der 13., 14. Minute in den Tier 3 Bomber mit irgendwie anderem Stuff noch. Da müssen wir auf jeden Fall drauf aufpassen. Der Commander geht jetzt hier zurück und macht den Tier 2 Upgrade auf jeden Fall. Wir können. Wir machen diesmal das Kampf-Upgrade auf. Besser. Aber wir drehen jetzt um. Weniger. Wenn ich jetzt mal umdrehen muss. Na, also. Der Ehrencommander ist ja ganz schlecht da drin, weil er den Oberkörper nicht drehen kann. Was ich auch richtig weird finde. Warum kann er das nicht? Sind die dumm? Übel dumm, wenn man das nicht kann. So. Da werden jetzt auf jeden Fall schon mal die ersten T3 Boys bei uns kommen. Bedeutet das, der ist auch mindestens soweit. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir Tier 2 hier viel von denen rauskacken. Und Tier 1 spammen natürlich. Solange das noch Sinn macht. Aber da der jetzt hier noch Tier 1 Bomber hat, macht das natürlich auf jeden Fall noch Sinn. Müsste auch schießen können, ohne dass sie im Boden sind. Das Ding hier ist auf jeden Fall auch mega ein Segen, ne? Commander under attack.
Ja, ist okay. Der tankt gut am Anfang. Der tankt auch nachher gut. Nein, ich hätte ihn weiter nach vorne stellen müssen. Ist ja nervig. Egal, dann werfen die da halt eher. Dann decken die sich auch hoch. Nee, egal, ist es nicht. Zurück. Weil wenn die sich hochstecken, das ist auch mal sehr unangenehm. Ich weiß nicht, wieso das so spitze ist, während alle anderen so rund sind. Naja, ist ja egal. Geht das schon wieder draus? Wieder kommen die T2-Sachen, als er called. Da sind wir jetzt ein bisschen langsamer vorne. Auch erstmal okay, wir müssen erstmal Masse generieren. Und dann jetzt der T3, warum man nicht direkt rausgeschickt wird. Wir haben da schon jeden Flugfighter jetzt am Start. Nice. T2, immerhin. Das heißt, er kann nicht machen, was er will. Commander under attack. Ja, der ist ja auch bald fertig, ne? Hm, 22 trotzdem noch. Crazy. Die haben sich beruhigt. Oh, uns fehlt eine Landeplattform. Die sind gar nicht aufgebaut. War ihm auch ein Problem. Ah, hier sind zwei. Damage machen würden, ne? Deswegen meine ich, brauchen wir da eh richtig viel davon. Irgendwann müssten auch die Gunship noch rausgedrückt werden. Ach, das war gerade, ne, jetzt auf die Mitte ist. Ist ja gleich fertig. Gleich Commander, ne? Fertig. Fertig. Jo, so weit war ich noch nicht. Wenn ich zuerst schieße, also ich zuerst verteidige und dann für die Sauger-Aktion wird es auch wieder manchmal, ne? Und waren jetzt auf jeden Fall wieder clean. Was sagt die?
Der sieht doch ganz gut aus bis jetzt. Technisch können wir uns gut verteidigen, bei den Fußjägern, bei denen wir einen sehr kleinen Wendekreis haben. Also einen sehr kleinen, wenn sie wollen. Einigermaßen schnell sind die auch. Kommt ja gerade T3, das sieht ja nicht so schön. Reicht jetzt auch langsam, Commander. Wir brauchen Arti. Und dann so schnell wie möglich Akrobatiken abwehren. Habe ich mir sagen lassen, dass das ganz wichtig sei. Wir können das auf jeden Fall gleich mit dem ganz fetten Block. Wir wollen zuerst Atomraketen Missile Defense. Mobile Strategic Missile Defense in Englisch. Wie samtig das von der Zunge geht. Oh nein. Alter. Alexa, stopp. Ich muss mal gerade ganz kurz Okay. Ich muss ganz kurz weiterspielen. Wird sonst echt gefährlich. Die Packungen. Kartoffelgrötter darf nicht schlecht werden. Jetzt wo man so viel Arbeit da reingesteckt hat, ne, will man da ja auch ein Gain raus haben. Und zwar Lebensmittel, die man essen kann. Das ist unser Game. This is what we get. Die brauchen wir auch für nachher, weil die arbeiten nämlich für die Atomabwehrraketen. Dinger, wenn die jetzt hier fertig sind. Die 3 dauert jetzt eben auch. Und die müssen dann ja auch erstmal produzieren. Ne? Wichtigste ist, dass wir halt so schnell wie möglich halt an Masse kommen, weil wenn wir den massetechnisch übertrumpfen, ist das wohl kein Problem. Technik ist auch noch nicht gut. Deswegen verknappen wir doch mal die Energie. Nein, aber Omnisensoren sind unfassbar wichtig für die Zeit und deswegen bauen wir davon jetzt einige nochmal auf. Ich mach nur noch einen, das wird locker nicht reichen. Wir haben jetzt schon Energieprobleme. Nur Puls geht, plus 78. Dann ist ja jetzt gut. Nachdem wir jetzt vier Omni-Symbole noch gesetzt haben. Dann gehen wir wieder die gute alte Patrouille.
das liegt jetzt ja noch. Eigentlich kommt jetzt erst das schwere Upgrade, deswegen warten wir kurz noch. Den Welcome. Die wird auch schnell durchzupushen sein, weil das kostet halt noch nicht so viel. Jetzt kommt halt das Schwere, wo es einmal viel glücklich gekostet. Also die Mauerspickung ist auf jeden Fall zerstört, wenn man die Bombe erreicht. Ich hier versammelt. Um was ich sag, Wurm aufzurüsten. Das Wichtigste überhaupt. Kannst als Support-Commander bauen und dann ist alles vorbei. Alles over. Jetzt ist noch T3, das wird ja bis jetzt gerade noch produziert. Deswegen sind wir dementsprechend gar nicht mal so wenig R hier unterwegs haben. Haben wir auch. Aber der hat halt schon ziemlich viel T2 und ein bisschen T3 dabei. Kann gefährlich werden. Um Ops entgegenzuwirken, haben wir hier einmal das in Außeneinheiten. Der nächste baut Luftabwehr überall hin, aber das wird nichts bringen, gerade bei Seraphim nicht. Das geht jetzt auch einigermaßen schnell, aber nicht schnell genug, weil wir nur 168 Wasserprobleme bekommen. Die T3-Bomber, aber der kann jetzt auch mittlerweile gebaut sein. Wir sind jetzt selber so weit, dass wir das könnten gleich. Halt. 88 Masse. Eieiei, das dauert noch. Aber ich glaube tatsächlich, wir sind dieses Mal zu langsam aus irgendeinem wenig erklärlichen Grund. Da haben wir beim Start irgendwie wieder was verkackt. Ich weiß nicht genau wieso. Aber wir müssen auf jeden Fall zum Masse-Extraktor gehen, damit wir den Start nicht so lange halt nichts machen. Allerdings haben wir dann auch weniger Worker. Ja. Jetzt müssen wir einmal kurz nichts machen, also nur drei Techniker bauen oder nur zwei sogar, damit Masse-Extraktoren bauen und dann erst wieder Worker bauen. Dass da so ein kleines Loch oder ein kleines Zeitpickel auf jeden Fall entsteht. Der Drop von dem Leben gesprochen hat. Attack,
Tier 2. Der nimmt dich wie beim letzten Mal zu sehr hops mit diesem Drop. Da hätten wir noch mehr Tier 2 bauen müssen, damit das jetzt wenigstens so nach hinten wird. Irgendwie. Auch mein Leben. Guck mal, der fängt nicht mal an zu bauen, weil wir hier noch upgraden. Aber immer noch improved auf jeden Fall. 199 Masse pro Sekunde. Allerdings, was ist jetzt mit der Energie? Für den wäre es auch zu spät gewesen, wenn wir rausschicken können. Einer von euch sammelt jetzt die Masse auf. Gemacht. Das war ein normaler Worker, ne? So, Jugend wird die 1 verboten. Die 2 lassen wir drin zum Spam. Das ist sogar gar nicht mal so unwichtig, weil wir sonst an zu wenig kommen an Anzahl an Jägern, glaube ich. Das unterschätzt man sonst immer. Ich fahre jetzt halt einfach nur gut. Nehmen wir mal einen, der baut dann mal schnell eine Stufe 1 auf. Oder Tier 2? Ey, ich glaube Stufe 1 ist besser, dann upgraden wir das später wieder. Deswegen halt diese Geschütze ja auch noch. Technisch sieht wieder knapp aus. Alle sind aus, ne? Das bedeutet, wir haben halt wahrscheinlich zu wenig gerade. Also nicht nur wahrscheinlich, wir haben da halt zu wenig. Schneller.
Beim nächsten Drop wird damit Tier 3 bei sein. Müssen uns auch vorwappnen. Energiegenerator haben wir jetzt, Energie haben wir nicht. Es ist halt, wir kommen halt in der Produktion gerade nicht hinterher, das ist nicht gut. Das ist als, wir hängen weiter als bei Cyclone zurück und ich weiß nicht genau wieso. Der eine Drop hat halt gerade alles zerstört. Wenn die jetzt keine Nuke-Abwehr kriegen in den nächsten paar Minuten, ist hier vorne alles over. Wenn der steht hier, der Dude, aber der hat halt, bis der Nuke hat, das dauert. Also Abwehr, Rakete natürlich. Luftabwehr brauchen wir auf jeden Fall vorne. Einer hat auch Raketenabwehr und dieser Lightning Tank, der tut da einmal kurz richtig weh. Finde ich falsch. Den produzieren wir jetzt auch, das ist auch sehr gut. Die treffen halt nichts, ne? Von diesen schnellen Jägern. Deswegen diese Lightning Strikes. Die treffen mit großer Wahrscheinlichkeit immer.
1250 Leben zur Verteidigung sind die auf jeden Fall echt geschaffen. Irgendwie so, ja. Das passt schon. Die beiden rüsten ja eh auf Maximum aufdecken, dann einmal alles ab und dann außen die schwachen Schilder. Immer noch keine Abwehrrakete, ne? Wir sind jetzt in 39. Minute, ne? Was wir stecken für die Folge, dass Energie angeht. In 3 Minuten, beziehungsweise jetzt noch in 2 Minuten hat er beim letzten Mal geschossen. Das heißt, eventuell sind wir gleich schon dead, ohne dass wir halt irgendwas draußen haben. Und dann macht er noch einen Drop zwischendurch. Er ist gleich einmal ein richtig fetten Cyber-Drop. Da habe ich gar keinen Bock drauf eigentlich. Wie ich bin. Diese Alibi-Einheiten, die wir hier rumstehen haben, die können wir auch mal hier rüberstellen. Das sieht nicht so aus, als wenn wir da einhalten. Ich habe im zweiten Geschütz fertig. Ne? Immerhin hat er ein Geschütz fertig. Das ist aber auch immerhin Spaß. Die sollen auf jeden Fall nicht bis ganz ran, aber die sollen schon anfangen, die abzufangen, doof gesagt, wenn die da halt ihren Job machen wollen. Und bis wir jetzt wohin das dran kommt und irgendwo. Und weil nur zwei von denen, die könnten als einziges vielleicht das was dagegen machen, aber da reichen ja auch schon 3, wenn das alles mit Q2 wäre, wird es aber nicht sein. Wer hat jetzt eine? Damit sollten wir dann genug Energie haben, um wenigstens die Massefabrikatoren schon mal ans Laufen zu kriegen. Die ja auch ein guter Indikator sind, wenn man wieder zu wenig Energie hat, auf jeden Fall. Graden können wir die hier noch. Dann ist auch. Jetzt auf jeden Moment dann gleich.
Ja gut, ne? Wünschen wir uns mal viel Glück. Der nächste fährt zwar gleich raus, aber wenn er vorbeischießt und hier irgendwie hinschießen kann. Kannst du dran, ne? Vielleicht. Hier irgendwo hin. Er wäre schon hart assi, könnte der dran vorbeischießen, bin ich ehrlich. Der restliche Teil soll mal bitte eine Energie wieder machen. Ich will ihn gleich wieder downgraden. Bietet das Commander-Projekt. Siren baut ja hauptsächlich eigentlich was, was bodentechnisch ist. Also wir müssen irgendwie einen Grund haben für diese Kanone hier. Hier ist der Ritter am besten. Also drei davon. Ja, drei davon. Die sind halt auch sehr stark, was Range und Damage on Hit angeht. Aber die treffen halt nicht immer. Und das liegt ja daran, weil die sehr flach über den Boden schießen. Aber die sind ansonsten, wie gesagt, sehr stark. Das ist nur ein auf jeden Fall. Mal das Upgrade bitte nachholen. Wir sind trotzdem noch minus 230, obwohl wir jetzt nicht die krassen Upgrades machen. Die Tier 1 Upgrades sollten jetzt nicht so viel kosten. Deswegen müssen wir weiter upgraden, ne? Das ist damit eigentlich nur Kuchen. So wie in letzter Zeit dann immer ein Modell auswählen können, weiß ich auch nicht. So mal wieder.
denke mal, das sind die besten zwei Anbrüllen noch, die wir haben. Diese Waffen. Da und die TP Anti-Air. Fertig. Point Defense. Ja, nur Artillerie ist halt ein Problem. Aber davon haben wir extra auch einiges gebaut. Und auch die Vorder einiges. Ein bisschen Energie wird es noch brauchen, bis wir hier stabil laufen, weil wir produzieren ja auch Sachen, die Energie ziehen. Die beim Schießen ziehen die alle Energie. Das Exponentielles gerockt, was wir diesmal nicht gemacht haben. Das wäre schon witzig. Wahrscheinlich wäre das witzig. Okay. Ja, ein bisschen mehr Energie dadurch, schon mal gut. Wir haben auf jeden Fall zum richtigen Zeitpunkt die Verteidigung gebaut, auch wenn die nicht so viel Damage machen. Da habe ich mir schon fast gedacht. Wenn das zwei sind, werden wir sonst trotzdem tot, deswegen müssen wir rennen. Das ist einer. Gut, das haben wir schon mal überlebt. Home close.
wichtig vor allen Dingen. Das würde ich jetzt sagen. Eine Minute, 7 Minuten war das, wird angepasst. Was für Range das eigentlich hat. Aber warum schießt er da auf den Dead Buddy? Nice, genauso soll es nämlich sein. Jetzt fahren die nämlich bei jedem Upgrade hier lang und das dauert zwar dann, aber verbrauchen nur unseren Speicher im Prinzip, wenn die daran jetzt bauen, falls sie das überhaupt noch machen. Nämlich aktuell so aus, als würden die es nicht zeitlich schaffen, da ranzufahren, um den Speicher zu verbrauchen. Ne, also können wir sogar wasten jetzt, okay, ist klar. Ab in den Waste-Modus. Schild. Einfach ein normales Schild erstmal. Wer so? Um die Freund-Defense hier. First Anti-Air. In der Hoffnung, dass die besser trifft. Ja, da ist er da. Ja, das lassen wir erstmal so. Einmal nicht hingeguckt, fast alles drauf. Walls können wieder aufgebaut werden. Alice Walls. Ich bin gespannt, was der gerade macht. Er steckt wahrscheinlich experimentelle. Wir müssen das jetzt auch gleich, sobald wir hier mehr experimentelle bauen können, machen. Können wir auch wahrscheinlich gleich. Okay, wir haben auf jeden Fall zwei da jetzt noch. Hier noch einen. Der zweite wurde gekillt. So. Wenn das zwei sind, müssen wir wieder fliehen. Ach nee. Das sind safe zwei. Ja. Ach komm, also das jetzt wieder, das war. Das war. Nee, du bist schön oben dann. Ja. Ach Leute, das kann doch jetzt nicht der Kack ernst sein. Der ist mit den zwei Experimentellen da reingegangen, um die Abwehrrakete da zu töten. Oh Mann. Ja, schade.
Okay. Wir halten fest, wir müssen uns zurückziehen irgendwann, was das angeht. Wie viele hatte der da? 0, 0, 0. Okay. Das heißt, er hätte auch nur zwei gleichzeitig gerade schießen können. Ja, der hat dann legit mit den zwei Experimentellen. Guck mal, weil der war ja auch so gut wie dead. Keine Ahnung. Es war halt perfekt. Aber ja, punktetechnisch hat er uns trotzdem mega überholt. Ach man. So close, wirklich so kurz davor.